Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator Community Server. Und für heute alles dabei ist, das erzählt uns, wie man könnte schon was sagen, wie immer, der Hansi. Also, das ist Martin, Andreas, Jan, Iron Richie, Ecke, Ke, Robin von Gersien, Gernot, Nutin, Maike, Komi, Gunni, Thomas, Philipp und Philipp. Und natürlich meine Wenigkeit, da ich mich nicht vergesse. Hallo. Flori, jetzt hast du vergessen. Ronny. Hallo. Ich glaube, du bist rausgeflogen, ja, Flori. Ronny? Hansi? Ja. Ich sehe gerade das Schneidewerk, dieses Klappbare hat den Fehler, dass sich das nicht dreht, ne? Ah ja, das kann einer wieder muss auch schneiden, ich hätte mir außen wieder einer müssen zu mir gehen. So viel läuft? Mhm. Ja. Ja. Ah, okay, jetzt dreht sich. Jo, bis morgen. Ciao. Dauern alle Tauern. Ciao. 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 Guten, kannst du ab? Conny, kannst du mal einen Hänger abhängen? Anzi. Ja. Findet ihr diese 5,5 Meter Schneidewerke gut? Ja, reichen. Ja. Ich mag die irgendwie, weil muss man sie nicht immer auf den Schneidwerks warten. Ja. Irgendwie finde ich das richtig komisch. 5,5 Meter ist ja eh gar nicht so schlecht, aber ich bin total diese 13,7 Meter vom Titanium-Drescher gewöhnt. Ja. Du willst abtanken? Ach, stimmt, hier muss man das ja aktivieren. Habe ich gar nicht dran gedacht. Okay. Deshalb fährst du die ganze Zeit neben mir her und wirst nicht voll. Ja, was ist? 13,7 Meter, aber. Was meinst du? Das Titanium. Der ganz große, der ist ja so groß. Ja, also ich meine, streichen die immer 12 Meter. Ist ein bisschen zu groß, oder? Ja, ich finde auch hier könnte man vielleicht mal später, wenn wir größer sind, für die großen Felder, ich würde den Drescher hier fast behalten, für die kleinen Felder oben. Ja. Und für die großen nimmt man dann vielleicht einen 87 mit einem 10,50 Meter oder sowas. Nee, da lass über 50 Meter. Was? Gibt's ja, dann auch nehmen wir wirklich, dann 50 nehmen wir Meter schnell. Na, das ist dann aber, naja, kannst du knicken. Ja, zum Moment mehr oder weniger, das ist ja so Quatsch. Ich finde, so ein bisschen Realitätsnähe darf es schon haben. Ja. Ja, ich meine ein Lexion 750. Hier not. Welt 33 ist auch schon fertig. Könntest du einen Anhänger schnappen und zu Feld 22 fahren mit Saatgut? Ja, so mit Saatgut. Ich bin aber fast bei 22. Ich habe eigentlich noch nie mit einem anderen Drescher als diesen 3,5 Meter Same oder was das ist von ganz am Anfang in Cockpit-Ansicht gedrescht. Normalerweise mache ich das immer in Außenansicht. Ich dresche sogar mit den 87 und so in Cockpit-Ansicht mit dem ganz großen Schneidwerk. Beim LS9 und LS11 habe ich das auch gemacht, aber beim 13er habe ich mich irgendwie total auf Außenansicht beim Dreschen eingestellt. Ich auch. Ich nicht. Ich auch nicht. Weil ich finde, keine Ahnung, ich mag das irgendwie. Ich bin es aus dem Real Life gewöhnt. Ja. Ich finde zum Beispiel auch, dass das Abfahren in Cockpit-Ansicht einfach viel mehr Spaß macht. Da könnte ich niemals diese andere Kamera nehmen. Was hast du auf dem Two Rivers Let's Play gemacht? Da bist du auf jeden Fall ausgefahren. Na, eigentlich fahre ich, wenn ich durch die Karte fahre, fast immer in Cockpit-Ansicht. Ja, das stimmt. Entschuldigung, meine Eltern haben einen neuen Laptop und die können sie überhaupt nicht mit dem Computer aus. Ach, das kenne ich doch. Und vor allem, ich bin leer. Bei den Dreschern, die wir jetzt haben, haben wir ja eh Kameras. Ja. Ach stimmt, die könnte ich ja mir auch noch anmachen. Hier, aber ich wollte vorher schon immer hier hin. Weißt du, guck, und die Two Rivers Let's Play schon. Kannst du auch mal irgendwo. Na, ja. Ich stelle den Gast hier vorne hin. Die neuen Leute haben sogar hinten Kameras. Ja. Wo sind nur noch Leute, die Gast wieder? Conny, hast du Saatgut? Nee, einzige, das kleine Schneidewerk hat keine Conny, Sensoren. Conny, du brauchst nicht. Also, was? Du brauchst aber beim kleinen Schneidwerk nicht. Ja, bei so einem schmalen braucht man das nicht. Aber bei den 12 Meter oder sowas ist das schon ganz nice. Bei unserem echten Lohnunternehmer in echt. Nur beim 9 Meter Sensoren dran. 6,60 Meter und so haben die alle gar nicht. Ja. Also bei meinem Vater schon.
Also Leute, ich hab jetzt eh nur Mähdresche mit vielleicht 4 Meter. Ich hab jetzt den einen auf den Feld rausgestellt. Hans? Du musst ja kopiertes Gelände haben. Adi? Okay, ja. Mir ist bei uns bist du vielleicht mit deinem 900 schon nach Hause fahren? Vor der Schneidwerksleitung. Okay. Dann nehme ich den 1800er vor der Sehmaschine. Jo. Ich finde es aber cool, dass sich die Felder von uns so mittlerweile komplett über die Map verteilen. Man ist irgendwie mal überall. Wir müssen richtig weite Wege schon fahren. Ja, das macht aber, finde ich, auch irgendwie Spaß, wenn man nicht dieselben drei Felder nebeneinander hat und dann immer nur den Fuhrpark erhöht, sondern immer halt neue Felder dazu holt. Wir könnten zum Beispiel mal Feld 34 holen, das wäre mal geil. Ja, habe ich vorhin gesagt. Feld 34. Habe ich auch gestern gesagt, dass wir darauf sparen sollen. Das wäre schlecht. Auf jeden Fall mal eine Idee. 34. Ja, ich habe 22 rumhaken. Ja, weil hier die zwei Drescher sind. Was ich eigentlich nicht verstehen kann, dass die zwei Drescher eigentlich auf demselben Feld sind. Wirtschaftlich besser. Ja, weil die Sämaschine, die will ich sehen. Ja, weil die anderen Felder sind alle noch, sind alle erntereif. Ja, hat dann Pech. Erst wird das eine und dann wird das andere. Eike, machst du den Bogen leer oder sag ich? Nee, mach ich. Okay. Also Leute, ich muss mich mal verabschieden. Ich muss morgen früh wieder um 6 arbeiten gehen. Jo, okay. Dann mal. Ciao. Schlaf. Ciao. Ciao. Ja, werde ich brauchen, ey. Fix und fertig. Also, jo, ciao. 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 Haben wir schön bewegt, nämlich. Ja, das Cockpit ist eigentlich auch ganz geil bei dem 550 da. Ja. Wir haben ja auch noch einen 560, oder? Der 560 ist der Terra-Truck. Also dem, wo Gernot gerade fährt. Rudi? Ja? Wollen wir nochmal auf die Frage zurückkommen von gestern? Welche? Welche wohl? Mir fällt es gerade nicht ein. Wie bist du denn jetzt schwul? Nee. Mann. Ich glaube, das war jetzt die beste Frage, was ich dabei auf dem Server gehört habe. Mit der Frage habe ich jetzt auch, an die Frage habe ich gar nicht mehr gedacht. Muss ich sagen, ich dachte, das hättet ihr wieso nicht ernst genommen. Das war aber mal ernst. Ja, ich gebe mir nichts an. Wie kannst du nur? Albo und Richie, was fährst du hier rum? Ich schaffe das alleine. Locker. Welches Feld wird als nächstes gedroschen, dann fahre ich da schon mal hin. Hey Jan, wo bist denn du? Ich schätze mal 20. Ja, dann fahre ich da schon mal hin. Vertreibe meine Langeweile. Ja, wie war's, Mann? Weil meine Sämaschine ja nicht sehen kann. Und dann gibt's mir einen anderen und tausch mit dem. Wischi, ich käme nicht mehr so da. Wischi, fährst du an, ich bin voll. Produktiv sein. Ich glaube, das hat wieder gefallen, wie ich mich aufgeregt hab. Was? Ich glaube, das hat wieder gefallen, wie ich mich aufgeregt hab. Ich muss sagen, ich bin gerade eigentlich relativ entspannt in diesem geilen Drescher. Irgendwie hört sich das bei Hansi einfach gar nicht danach an, dass er sich aufregt. Jetzt weiß ich, warum er nicht sehen will. Jetzt fahr ich mich nicht da. Ich muss auf meinen Blutdruck achten. Ich weiß jetzt, warum ich nicht sehen kann. Wieso? Bei meiner Sämaschine. Ja. Aber ich mit dem B3 konnte man es nochmal einstellen. Das habe ich auch jetzt erst gemerkt. Jan, vielleicht lässt den Philipp mal, wann es ist gegangen bei ihm. Steig doch rein, Philipp. So, ich bin schon wieder leer, Robin. Dann steig du aus. C. Hast du C? Der an den anderen Drescher, wir fahren jetzt am besten runden, sodass das Rohr außen immer ist. Okay. Wir haben auf drei, ich glaube auf den Niholen, wenn es gut geht, bringen wir auf den Niholen 3000 Stunden auf. Jetzt wie viel? Wenn wir wirklich mit dem Niholen 5 fahren, schaffen vielleicht 3000 Stunden auf. Okay. Alter, aber der hat schon 2000 irgendwas, wenn man den kauft.
Ja, und der Case Mario hat auch schon 3000 oder so. Der hat schon 633. Der Drescher hier hat schon 17 Stunden, das ist auch schon heftig, weil der hatte keine Stunden, als der gekauft wurde. Ja, ich bin mit dem Drescher gestern, vielleicht habe ich den fast 10 Arbeitsstunden draufgefahren. Boah. Wie oft hast du da alle Felder gedroschen? Zweimal oder so. Boah, so viel kommt da schon runter. Heftig. Ja, ich habe bestimmt auch schon 3 mit dem. Ich schon. Also, jetzt möchte ich mal nicht sagen, da wir so recht unproduktiv sind im Gegensatz zu der Mid-Map. Wir haben halt viel Lager, sagen wir mal so. Smarty? Ja? Hältst du mir mal? Da haben wir zur Diskussion von zuerst kamen. Ja. Wie viel ist das noch auf Feld 20? Ja. 22. Das sind noch 3 Streifen. Gut, machst du schnell leer? Jojo. Ich habe schon wieder fast das halbe der Feld gesagt. Und der Jan tut einmal, wie soll ich sagen, auch schon friedlich. Was soll ich? Halber Stummer. So, jetzt haben wir es glaube ich so ziemlich mit der Ernte. Nein. Jo, passt. Ja, ja, die anderen Felder noch natürlich. Aber auf diesem Feld zumindest. Einmal noch hochfahren. Ja. Dann kommt am besten zu Feld 20 gefahren. Guten? Jo. Hast du deine Uhr gemacht? Ich hab meine Uhr immer an. Meine innere Uhr. Die erste gibt's glaube ich eben. Ich fahr schon. Robin, da wollen wir spät ist das mit zusammen, oder? Okay. Danke. Ich bin der One. Gerne, und machst du noch schnell leer, dann können wir noch ein paar das Feld wechseln vielleicht. Weil, so wie du jetzt da stehst, kommt kein Drescher mehr durch. Als die Landwehrkanal damals rauskam, im November oder, ja genau, Mitte November war das glaube ich, da habe ich irgendwann mal, da fand ich die Map nämlich echt geil, und bevor ich die Mod-Vorstellung aufgenommen habe, habe ich dann irgendwie, ich glaube das war Feld, boah was war das, ich glaube Feld 19 habe ich komplett gehäckselt. Ja, das geht eh. Ja, aber das war irgendwie, hat richtig Spaß gemacht, ja. Spaß macht auf der Map? Feld 19 mit dem 2 Meter Häcksler machen, das macht auch Fun. Ansi! Also, ja, weiß ich, den 2 Meter finde ich schrecklich. Dann lieber so ein Camper Champion, den du in der Rückfahreinrichtung benutzt. Okay, ist auch. Weil nur, ich hab den mit dem Champion gemacht, halt nicht der. Der ist halt auch 2 Meter gefahren. Soll ich gleich vorfahren? Aber, wenn es Feld steht, das Raps. Wie campest du dir 2020 noch Moden? Ja. Du bist ja 20 Reihen Häcksler. Ja, bei Raps soll ich nur einen Anhänger von mir. Und den schaffen ja die modernen Häcksler eigentlich auch. Der, ich stehe schon bei Feld 20 mit einem Anhänger. Mike steht da nämlich schon. Okay. Und ich glaube auch ein Problem ist mittlerweile da die Stabilität, ne? Also nicht so die Leistung unbedingt, sondern mehr, dass sie das Ganze noch irgendwie auf der Länge stabil gebaut kriegen. Sie haben auf der Seite, haben sie ja Zusatzrollen oder irgendwie so. Ja, der setzt zwischendurch auf dem Boden auf. Weil man muss ja auch sich überlegen, das Mais wird ja beim Häckseln dann auch transportiert über das Gebiss. Aber warum hängt das so tief? Ah, okay. Ich hatte es abgesenkt. Und da, wenn man da so, sich so denkt, der fährt schaut um, naja, auf ein Kilo Mais fährt er schon drüber. Auf jeden Fall. Ich finde es wie 4. Und wenn es dann noch recht nass ist, dann fährt sich hier doch nicht drüber. Super, wenn nein. So, jetzt bin ich. Eigentlich ist man ja mit dem Drescher doch relativ flott unterwegs. Gerade weil man nicht lange mit An- und Abkuppeln verbringt, sondern man senkt das ab, klappt zusammen und nimmt wieder hoch. Das geht echt geil. Und? Ja. Bevor mein. Ja, wie viel Minute Wir sind bei der 14. Minute und so nach Bauchgefühl 40 Sekunden. Haben wir schon alle noch einen Ladebaum drin? Nein, haben wir noch nicht. Nein, den wollen wir gleich nach der Aufnahme reintun. Aber ich fahre jetzt eh nur noch bis zum Feld und dann werden wir diesen Partner beenden. Boah, das ging aber jetzt echt schnell mit dem einen Feld.
Okay, ihr wart auch schon ziemlich weit. Der immer schnell, der Bart ist sehr schnell vergangen. Irgendwie ist die Zeit sehr schnell vergangen. Ja, sehr so schnell ist eine Viertelstunde weg. Ich benötige nochmal deine Hilfe. Eigentlich ist der Bart eigentlich, obwohl es recht rubbend ist, muss man auch dazu sagen, eigentlich niedrig am Bart. Ja. Ja. Ich benötige nochmal deine Hilfe. So, gut. Ich bin jetzt am Feld 20 angekommen. Ich werde den Part jetzt beenden. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und ja, dann packen wir gleich noch den einen oder anderen Mod rein. Achso, ihr steht da unten. Ich stehe wo ganz anders dran. Achso. Da stehen wir hier. Ich bin einfach mal auf gut Glück hingefahren. Gut, auf jeden Fall. Tschüss, bis morgen. Tschüss.